Das hatte ich gehofft. Die Sache ist, wir brauchen Leute, die Stadt in den nächsten Tagen und Wochen wieder, naja, zumindest einige Hauptwege freiräumen werden. Ich weiß nicht, hier in Wallgraben, ich bin jetzt hier durchgegangen, hier gibt es nicht so viele zerstörte Häuser. Es scheint hier zu sein, dass, ja, wir werden alle, also das Schlimmste, was auf uns zukommen wird, ist, dass wir wahrscheinlich eine große Hungersnot alle durchleiden werden. Weil, ja, es sind viele Menschen gestorben, aber die Zufahrten und die Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu bekommen, sind arg begrenzt. Ein Großteil der Tempel ist komplett zerstört. Ich hoffe doch, dass es dem Perrin-Tempel gut geht, wo wir Nahrungsmittel eingelagert haben. Hier für Wallgraben. Werde ich mich drum bemühen. Dafür hatte ich, wie gesagt, bisher noch keine Augen, noch keinen Kopf, aber kriegen wir schon hin. Hier, wir brauchen immer Team an seinem Ledergürtel, die Handschuhe daraus. Wir brauchen solche Handschuhe mit solchen Stahleinlagen hier an den und den Stellen. Und er drückt mal da drauf und zeigt, damit die Trümmerteile dieser dämonischen Festung und angefasst werden können, ohne dass man sich Hände aufreißt. Ja, sie befühlt die kurz, zieht die dann auch selber einmal an, knackt man so ein bisschen mit den Fingern und schmeißt die Handschuhe dann Hagen zu. Er nickt nur, grummelt irgendwas. Ja. Mal schauen, ob Gareth sich jetzt auflöst oder ob es mit Gareth weitergeht. Ob das aufgebaut wird oder ob das die ganze Stadt jetzt hier sozusagen versinkt. Gut, der Krieg ist bis zu uns vorgedrungen. Wir haben wieder überlebt. Also ihr habt wieder überlebt. Wie immer. Tobrier sterben nicht. Das ist gut. Gut, ich kümmere mich jetzt mal darum, dass ich herausfinde, was mit dem Perrine-Tempel los ist. Was mit dem Bohrenanger los ist, denn wenn der Bohrenanger noch betrieben wird, könnten wir dort einige Tote lagern, denn die Stadt hat mehr Tote, als man aufnehmen kann, über irgendwo. Aber ihr habt ja auch Tote und deswegen müssen wir gucken, dass wir das alles organisiert bekommen. Wir können sicherlich noch ein paar von unseren Karren umfunktionieren zu so Leichen. So Leichenkarren, das kriegen wir schon hin. Ich bräuchte zwei Laufburschen, die notfalls immer wieder Nachrichten zu dir bringen, zu mir bringen, dass ich hier nicht immer persönlich hinkommen muss. Das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich kaum möglich sein und trotzdem werden wir in Kontakt stehen müssen, wenn Dinge passieren. Also spricht der Junge irgendwie zwei Jungs oder so, die irgendwie, die du mir vorstellst, die irgendwie ein paar Nachrichten hinterherbringen, damit man notfalls zwischen der alten Residenz und der Wolfsklause in Kontakt stehen kann. Alte Residenz, ja. Ja, genau. Die Nähe der alten Residenz ist nicht ganz leicht auszumachen, weil da, wo der Ingrim-Tempel, der Zar-Tempel, der Simir-Tempel stand, ist jetzt. Also, ich sag mal so, wenn ich. Man erkennt nicht mehr, dass da Häuser waren. Sie zuckt mit den Schultern. Okay, kriegen wir hin. Gut. Rafim. Schreitest vorbei an den Toren am Bordell der Ministerin. Du kannst dann noch im Norden von dir aus die Kaserne erkennen von Kaiser Raoul. Kaiser Reto, hast gerade nicht aufgepasst, was da drauf stand. Nur noch ein R, was daran hängt, der Rest ist runtergebrochen. Siehst noch den übergebliebenen Leichnam von Daimo Roch, der da west. Und dann siehst du neben dir der rechten Seite der Tempel des Manticore. Raucht, Trümmer, Bruchstücke. Auch Badeweg ist leicht verheert im Norden, Meilersgrund, die Krähensteine. Ist der Tempel noch betretbar oder ist der Tempel komplett eingestürzt? Eingestürzt. Kann ich ausmachen, warum? Oder scheint einfach kaputt zu sein? Also ist Ein irgendwas riesiges, reingestürzt? schwarzes, öliges Stück Unmetall ist da wohl gerade reingebrochen und hat dann, so groß wie es war, dann den Rest einstürzen lassen. Ja, ich sehe sehr unzufrieden aus, aber jetzt kann ich das noch nicht ändern, aber das wird noch sich ändern. Ich möchte mir einmal die Straße hier anschauen. Wie beschädigt sind vor allen Dingen, wenn ich hier hinten ankomme? Merke ich überhaupt noch Schäden? Sieht da die Stadt hier wieder relativ normal aus? Ja, der Rest sieht dann doch tatsächlich normal aus. Gerade auch die Elfensiedlung, von der vielleicht das ein oder andere Mal auch gesprochen wurde. Du kannst dann immer noch sehen, wie die Bäume da unangetastet stehen.
Du siehst, wie dicker Nebel darüber hängt, sodass du da nicht wirklich einen Blick hast, was da los ist, aber du siehst keine rauchenden Trümmer, die in der elfischen Siedlung eingeschlagen sind, kein Feuer, nur dichter Nebel, der über dem Gebiet liegt und die Baumkronen, die da ja, darüber hinausragen. Wenn du auf der Straße weitergehst und dann ja, zufrieden nickst, kannst du wohl sehen, wie vor dir noch eine Person auf der Straße kniet. Und ja, an dem Ordensgewand kannst du wohl erkennen, es scheint sich dabei wohl um einen Rondra-Geweihten zu handeln, bei der da gerade kniet und seinen Anderthalbhänder vor sich an die Brust gelegt hat, also mit der Spitze an die Brust. Und sieht wohl so aus, als ob er sich gleich in sein Schwert stürzt. Bruder, Bruder, was ist? Beruhigt euch! Ich habe Rondra verraten. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Schild und Schutz der Gläubigen soll ich sein. Und? Ich hab verzweifelt. Ich hadere mit dem Glauben, Bruder. Ich geh mal auf ihn zu und leg ihm mal so nach. Komm nicht näher, komm nicht näher. Beruhigt euch. Ja, er rammt sich die erste Spitze weiter in die Brust rein, wenn du weiter näher kommst. Oh. Du siehst, wieder ein bisschen Blut ihm entgegenkommt. Geh nicht weiter, ich tu es. Ich tue es wirklich. Junge, die Götter brauchen dich jetzt hier. Auch wenn du gezweifelt hast. Siehst du die Stadt nicht? Was glaubst du, was sie jetzt brauchen? Fähige junge Männer. Zieh verdammt nochmal Steine aus der Stadt. Zeig den Göttern, dass du es bereust. Dein Leben geben. Pah! Ein Ausweg für Feiglinge. Jetzt hier in dieser Stadt arbeiten. Vor mir haben die Dämonen eine Familie zerrissen. Gemahl, die Kinder, sie haben sie zerrissen. Ich weiß! Ich habe ihr Blut an meiner Kleidung. Ja! Und weißt du was? In dieser Stadt sind noch tausend andere wie du. Tausende Kinder, die zugesehen haben, wie ihre eigenen Eltern gefressen wurden. Eltern, die zugesehen haben, wie ihre Kinder gefressen wurden. Und wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir verdammte Scheiße nochmal mittelreicher sind und dass wir verdammte Scheiße uns nochmal nicht von diesen Dämonenhurensöhnen einschüchtern lassen. Ja, das ist hier alles Scheiße. Aber was willst du tun? Dich töten, hoffen, dass Rondra dir Gnade zeigt und dann willst du verdammt nochmal in diese Hurensohnstadt gehen, diese beschissenen Scheiß-Trümmerteile nehmen und die aus dieser behinderten Stadt raustragen. Meine Fresse! Wenn Rondra sieht, dass ich heute gestorben bin, dann glaubt sie vielleicht, dass ich im Kampf gefallen bin. Hier in diesem Moment und Rondra weiß, wie du jetzt handelst. Jetzt ist die wichtige Entscheidung. Jetzt heißt es, verdammt nochmal dein Schwert aufheben, jeden verdammten Dämonen oder Dämonenanbeter, den du in dieser Hurensohnstadt findest, Plan machen und den Leuten helfen. Das ist jetzt wichtig. Deine Seele, darum können wir später falschen. Jetzt brauchen wir jeden Schwertarm. Heilkunde Seele. Ja, fuck, hab ich doch nicht. Ich erleichtere sie dir um 3. Wenn du ableiten musst, natürlich, ich weiß nicht, wie ist das Ableiten? Überreden plus 10 oder plus 5? Weiß ich nicht. Immer weiß das. Mach mal eine Überredenprobe. Gucken wir uns mal an, wie viele Punkte übrig bleiben. Okay, ist sie alle auch erleichtert oder ist sie nicht erleichtert? Es ist eine minus 3 und dann die Erschwernis vom Ableiten. Ja, dann mache ich jetzt einfach die minus 3. Überreden oder überzeugen? Überzeugen. Mach mal eine Überzeugenprobe. Das ist ein Einzelgespräch, oder? Überzeugen oder Menschenkenntnis plus 10? Mhm. Überzeugen, langfristig. Ja, das ist ein Einzelgespräch, er soll oder? Es ist ein Einzelgespräch, ja, die plus 2 kriegst du auch. Ja, schön. Oh, ja. Oh, was ja, das Schicksals? Würde ich gerne neu würfeln. Da nehme ich doch meinen Schicksalspunkt hier. Das ist Charisma ja ganz 11. Schlecht gelaufen. Charisma 11, Junge. Ja, so, dann hast du mit ich hab die drei erleichtert nicht. Spezialisierung, ja, gut, Verhör ist es nicht, ist ein Einzelgespräch. Ja, dann hattest du noch eine plus 3 von dem guten Gespräch. Das sollte reichen, gerade so. Ja. Er geht von den Knien hoch. Du siehst, wie er seine blutige Spitze wieder aus seiner Brust rauszieht und blickt dich an, fängt dann zu weinen und fällt dir dann um die Brust. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Wir bauen diese Stadt wieder auf. Und wenn es Jahre dauern soll, und wenn wir jeden beschissenen Stein hier wieder rausgetragen haben, jedes verdammte Haus wieder errichtet haben und jede Familie gerecht haben, dann holen wir uns diese Dämonenhurensöhne in der verdammten scheißen schwarzen Landen, bis keiner einziger von denen mehr lebt. So, und dann können wir über deine Seele verhandeln, Junge.
Dann bist du wichtig. Aber bis dahin ist der Dienst am Vaterland jetzt das Wichtigste für dich. Währenddessen Jarlan. Neugarit, das Schlossviertel. Die Villenviertel, es ist vernichtet. Einfach vernichtet. Aber nicht verlassen. Im jungen Licht der Morgenröte, die Sonne geht langsam auf, kannst du erkennen, wie hier einige goldrote Roben von den Sonnenlegionären umherschreiten. Einige bergen Verschüttete, helfen Verwirrten oder haben eine schier unglaubliche Aufgabe begonnen, mit den Gebeten die Unheiligkeit der Elemente auszutreiben. Sie singen Choräle und versuchen damit dann, ja, das Feuer von Blackerats niederzuringen. Die Stadt des Lichts ist begraben, begraben unter Schutt. Du siehst, wie der Tempel eingebrochen ist, zerstört. Überall hörst du Psalmen, Gebete, Predigten. Viele Garäter wollen das Unheil mit eigenen Augen sehen, suchen Trost oder Vertrauen bei der Priesterschaft. Ganze Menschentrauben knien hier um eine Person, die vor dem Trümmerfeld der die Garäter segnet. Der Bote des Lichts persönlich kümmert sich um die Aufräumarbeiten und das Seelenheil der Gläubigen, reicht weinenden Menschen die Hand oder streicht ihnen über das Haar. Tue einige vorsichtige Schritte dorthin und knie mich zwischen die Menschen erst einmal. Ja. Danke allen 12 Göttern dafür, dass wir überhaupt noch alle am Leben sind. Er geht dann die Menschenreihe entlang und bleibt dann vor dir stehen. Tippt dir auf den Kopf. Du spürst die warm alten Hände des Mannes. Geh auf. Der Tempel ist zerstört. Doch die Kirche steht noch. Eure Heiligkeit. Anstrahler Greifenmund. Ihr habt überlebt. Ihr habt gesiegt. Der Erzverräter ist tot. Wenn auch zu dem höchsten aller Preise. Ich überreiche ihm Oberans Feder. Es scheint, als hätte der Herr Paras mehr als einen seiner mutigen Diener von uns genommen. Heute sind viele Greifen ins Licht von Alvaran gegangen. Oberan war also auch einer von ihnen. So ist es. Es liegt wohl nun an uns Sterblichen, die Fackel vorzutragen. Das Licht wieder in die finsteren Winkel dieser Welt zu bringen. Ich denke, trotz all dieses Chaos, Bios war heute hier. Kuri hat über uns gelacht, hat uns den Sieg geschenkt. Zumindest heute haben wir neben den Greifen nach den ersten Musterungen eine weiteren Priester verloren. Zumindest so weit, wie wir das überblicken können. Der Tempel ist zerstört, doch der Rest der Sonnenlegion, der Weiten hier im Tempel ist, sie leben noch. Ein einziger ist gestorben. Die Götter halten ihre schützende Hand über die Rechtschaffenen. Was gedenkt ihr nun zu tun bei Ovilmar? Der Erzverräter ist tot, aber seine Brut, die anderen Erben Borberats sind noch am Leben. Ich werde nicht ruhen, ehe entweder sie auch den Gang in die Niederhölle antreten oder ich meinen letzten Atemzug tue. Gut zu hören. Heute ist nicht mehr der Tag des Kampfes. Tag der Asche. Nacht der Asche. Heute ist ein Tag der Ruhe, der Rast. Erholt euch. Ihr seht so aus, als ob es euch fast das Leben gekostet hat. Morgen. Morgen arbeiten wir wieder. Morgen erholen wir uns. Bauen die Stadt wieder auf. So wird es sein. Das Volk wird erfahren, dass die Götter es nicht verlassen hat.
kann ich euch und eure Gruppe aufspüren? Haben sie überlebt? Ja, überraschend alle. Wir werden die Ordnung in der Stadt an der Residenz aus herstellen. Aber es hat uns gerettet und jetzt müssen wir ihm Ehre machen. Also gut. Wir werden ebenso die Stadt des Lichts wieder freiräumen. Hunderte Quader von Geröll, Unmetall, pervertiertes Holz, stinkende Luftwolken und Säureflüsse. Die alle begraben die Stadt des Lichts. Danach machen wir uns daran, den Rest der Stadt aufzubauen. Wir wissen noch nicht, was mit dem ewigen Licht passiert ist. Die prachtvolle goldene Kuppel ist zerborsten. Wenn irgendetwas, das war glaube ich kein Trümmerteil, dort eingeschlagen. Wir konnten es sehen. Dunkle Rauchschwaden steigen auf und wir müssen uns noch einen Orientierungspunkt suchen in diesem Chaos. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, was dort passiert ist. Aber jetzt kümmere ich mich weiter um die Menschen, das menschliche Leid. Damit schlägt noch einmal ein Praios-Rad vor dir und geht dann weiter. Nehme mich wieder zwischen die Betenden und penne da ein. Gut, ihr wollt dann wieder zurückkommen. Adeptus Mario Abelmeier Morenes kann in den Kellergewölben den unverletzten Walner Uetskog erkennen, der hier vor einer verschlossenen Tür steht. Man kann es dann mit ihm reden, ihm berichten. Er selbst ist wie gesagt unverletzt. Die Schäden am Pentagon-Tempel sind zwar verheerend in seinen Augen, es hat viel Wissen heute gekostet, aber nichts, was nicht wiederhergestellt werden kann. Und die Artefaktkammern, die unheiligen Dinge, die hier liegen, oder auch die heiligen Dinge, sind wohl sicher. Durch die Artefaktfallen, einige Irrhalken und auch einige Karakilim haben sich dann bis hier nach unten versucht zu schieben, haben wohl irgendetwas stehlen wollen und sind dann an einer alten Falle aus Rohals Zeiten abgehalten worden. Das Essen im Tobrischen Viertel beim Parane-Tempel der eingebrachten Erde wird dann nach und nach verteilt. Ebenso wird dann von hier aus in Richtung des Zartempels, der dann hier steht, der Zartempel des Schädenwandels, einige Kundschafter ausgeschickt, denn man rechnet mit den allerschlimmsten Krankheiten, mit der Gilbe, mit dem Schlachtfeldfieber und so wird die nahe Umgebung von Gareth in den Wäldern der Stadt wird nach Kräutern gesucht, die dann Gilbe aufhalten kann. Und so könnt ihr wieder zurückkehren. Nachdem ihr wieder über Schutt geklettert seid, über Steine, in Richtung der alten Residenz. Kiara ist wohl ebenso aufgebrochen nach Tempelhöhe und kommt von da aus aber nicht wieder. Ob er Gutes berichten kann oder nicht, werden wir sehen, aber Jaras bleibt verschwunden. Viele, viele Stunden ist es her, dass ihr euch gesehen habt. Viel menschliches Leid, viele Leichen. Heute wurde oft gestorben. Ihr wart nicht dabei. Doch Jarlan kann dann mit Augenringen wieder wach werden. Und sich dann wieder zurückschleppen über die Trümmerteile. Geborsten. Ja, meinen neuen Freund würde ich mal bei Ludolf von Wertlingen abgeben. Der findet bestimmt eine sinnvolle Beschäftigung für den jungen Mann. Mhm. Ja, mittlerweile sind viele weitere Zelte aufgebaut worden. Einige sind auch noch zerrissen, aber für einen ersten Unterschlupf reicht das wohl. Auch wenn noch zwischen den Trümmerteilen von Gareth viele Menschen liegen müssen, entweder zerquetscht oder in irgendwelchen Kellern eingeschlossen. Aber es wird viel Obdachlosigkeit geben. Viele werden auf offener Straße schlafen dürfen. Auch das habt ihr bereits gesehen, habt ihr dann
vielleicht Unverletzte noch in Richtung der alten Residenz schicken können, wenn ihr sie dann aufgelesen habt. Auch Isarun kann dann einige vom Schlossviertel aus mitgenommen haben. Alle Teile der Stadt sind noch nicht betretbar. Und dann auch sehen, dass wohl das Arena-Viertel eingestürzt ist. Auch von da aus gibt es Gerüchte. Der Ogerlöffel ist wohl kaputt. Was mit dem Zwergenkönig ist, der dort stand, weiß keiner. Höchstwahrscheinlich ist er tot. Von Saldor Foslarin weiß niemand etwas. Niemand weiß, wo er ist. Auch Jelef, dem Erzmagier, keine Spur. Er hätte ihn oben in der Festung gelassen. Seine Verletzung. Also, Badeweg sieht noch ganz gut aus. Der Weg bis hin zur Mauer ist schrecklich. Alles voll mit Toten, alles brennt. Diese ehemalige komische Kaserne da von Raul, irgendwie, weiß ich nicht, komplett zerstört. Liegt immer noch der tote Drache drin, siecht da vor sich hin. Da müssen wir auch irgendwas machen. Der Chortempel ist zerstört. Meiners Grund, das Teil, den Teil, den ich betreten habe, sieht noch ganz in Ordnung aus. Umso weiter man nach Osten geht, umso besser sieht die Stadt ehrlich gesagt aus. Müsste Osten sein, oder? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Priesen seien die Götter, die Kirche steht. Das Volk wird dies zu sehen und zu spüren bekommen. Es gibt noch Hoffnung. Für die Stadt, für uns alle. Das Schlossviertel hat es ziemlich schwer getroffen. An drei der Tempel konnte ich noch gar nicht drankommen. Da sind zu viele Trümmer im Moment. Angeblich soll Bruder Stygomar im Rondra-Tempel der heiligen Adare die Toten aufbahren, die aus dem Hippodrom kommen und anderen südlichen Bereichen. Das sind aber bisher nur Gerüchte. Wäre aber sehr gut. Nun, der Weg in den, zum Pentagon-Tempel war beschwerlich. Überall liegen Trümmer und Tod herum. Der Tempel ist schwer beschädigt, steht aber noch. Walner Uitzkog, der Tempelvorsteher, lebt zum Glück noch. Und auch wohl ein paar Akoluten und... Nun ja, einfache... Ich glaube nicht, dass ein Geweihter überlebt hat. Die Dämonen suchten wohl etwas in diesem Tempel. Konnten allerdings die Fallen nicht überwinden. Die Artefaktkammer ist, soweit Emil sagen konnte, unbeschädigt. Dies sind gute Nachrichten fürs Erste. Im Norden sieht es ganz gut aus. Die haben zwar auch einige Leute verloren, aber ja, die Zugangswege sind alle so gut wie noch frei. Ja. Es wird sich darum gekümmert, was mit den Tempeln dort ist. Und Handschuhe werden angefertigt, damit die Stadt überhaupt von diesen Trümmerteilen befreit werden kann. Ich habe mir zwei Dienstboten, hier zwei Jungen schicken lassen, die, wovon einer immer in der alten Residenz ist und einer immer in der Wolfsklause ist, und dann notfalls kann ich die hin und her schicken, falls ich Nachrichten verschicken muss mit Wallgraben. Die Leute helfen uns, da werden jetzt ein paar Leute zusammengestellt, die dann jetzt hier mithelfen werden, die Stadt wieder aufzubauen, die Wege wieder freizulegen. Und ja, das sind eigentlich schon die angenehmen Nachrichten, die unangenehmen Nachrichten. Ingrim-Tempel, Zar-Tempel, Semia-Tempel, alles was auf dem Weg war Richtung Werheimer Tor. Sobald man hinter dem, also der Ingrim-Tempel ist komplett zerstört. Man kann nicht mal so erkennen, ob das Ganze jetzt hier vielleicht nicht schon über 10 Jahre in Teilen zerstört darum liegt. Und wenn man hinter den großen Bruchteilen des Ingrim-Tempels steht, kann man bis zum Werheimer Tor gucken. Ob da mal jemals ein Zar oder ein Semia-Tempel war, ist nicht mehr so mehr ersichtlich. Scheiße. Was ist mit den Überlebenden aus Werheim? Diese sollten sich ja im Norden gesammelt haben. Ja, da sind noch immer einige. Das sind noch mal einige. Das ist gut. Denen geht's aber anscheinend nicht ganz so gut, weil die sind nicht so gut in diesen Häuserkämpfen wohl gewesen, aber... Ja, da gibt's auch noch einige. Das ist gut. Wir werden brauchen, wenn wir kriegen können, um die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten. Wir müssen verhindern, dass es zu Plünderei und Diebstahl kommt. Können wir als Mitglieder des Rat der Helden nicht aus, naja, nahegelegenen Städten Verbündete anfordern? Das Mittelreich ist doch groß genug.
Wir können es versuchen, aber alles, was nahegelegen war, wurde natürlich zur Verteidigung bereits zusammengezogen. Nichtsdestotrotz aus, ich weiß nicht, Eslams Grund, Ragat. Ja, wir brauchen ja Handwerker. Wir brauchen ja nicht nur Soldaten. Wir brauchen vor allen Dingen Steinarbeiter. Gibt es irgendwo in der Nähe einen Steinbruch? Die Männer werden jetzt Gold wert. Ich glaube, die nächsten vernünftigen Handwerker finden wir wohl in den Nordmarken. Bei den Zwergen. Wie heißt denn dieses Zwergenkaff an der Dergel? Ranka Lien. Ranka irgendwas. Keine Ahnung. Aber zusammen mit Nuva von Wertlingen sollten wir doch in der Lage sein, ein offizielles Schreiben zu verfassen. Wird kein Problem sein. Sehr ja, gut. Warum eigentlich nichts? Handwerker, Büttel. Alles, was man uns schicken kann und alles, was sie an Nahrung übrig haben. Ich weiß nicht, also ich habe gefühlt tausende von Toten gesehen, aber es werden immer noch, ich weiß nicht, wie viele Leute hier leben, aber es wird zu viele sein. Der Prinz der Nordmark müsste noch in der Stadt sein, nicht wahr? Wenn er lebt. Wir müssen ihn schnell finden. Wir müssen einige Botenreiter auftreiben, denke ich. Die kommen auch nicht schneller durch als wir. Nicht bei den ganzen Trümmern. Nicht durch die Stadt, natürlich. Aber sobald sie erst einmal aus der Stadt sind. Was haltet ihr denn davon, wenn wir eins unserer Leuchtartefakte zünden? Nur um zu verdeutlichen, dass hier ein Sammelpunkt ist. Es würde zumindest Aufmerksamkeit erregen. Ob sie alle hier hinkommen können, ist was anderes. Aber sie würden immerhin wissen, irgendwas ist noch in der alten Residenz. Vielleicht schicken sie uns dann Boten. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Man könnte es versuchen. Die einfache Bevölkerung wird es wohl nicht interpretieren können und sich vielleicht fürchten vor noch einem magischen Phänomen. Es ist ein Lichtstrahl. Ich denke, es wird sie eher an einen heiligen Strahl des Praios erinnern, anstatt an ein dämonisches Dings. Es ist zu hoffen, aber sie haben Schlimmes durchgemacht. Es wird auf jeden Fall nichts schaden. Denke wohl, dass Garrett genug finstere Magie für eine Lebzeit gesehen hat. Wir sollten sie nicht über Gebühr belasten. Wir müssen irgendwie bekannt machen, dass wir hier sind und dass sich die wichtigen Leute hier einfinden. Schicken wir Boten los. Durch die Straße ziehen und es verkünden. Ich würde sagen, wir schicken sie durch die Außenbezirke. Sie sollen nicht durch die Mitte der Stadt laufen, sondern von Badeweg bis nach Sonnengrund. Durch die Stadt werden sie nicht kommen. Ich schaue mich mal um in der Residenz. Gibt es dort eine Art Turm oder ein höheres Gebäude? Viel ist eingestürzt, eingebrochen. Du standst ja selbst schon oben in diesem Tafelsaal mit der großen Kugel, dem Auge des Morgens. Das schwarzen Auge. Aber zurzeit ist es vielleicht nicht alles eingestürzt, aber es ist alles sehr baufällig und du wüsstest nicht genau, ob du über die Treppen nach oben kommst oder das Gebäude dann mit einigen Balken nach unten stürzt. Da bräuchte ich auf alle Fälle, wenn du nach oben willst, eine Baukunstprobe. Alternativ darfst du auch Maurer würfeln. Ich nehme lieber Baukunst.